Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outriders Endgame. Wir räumen jetzt erstmal unseren Trostpreis ein. So, Trostpreis. Och, wir haben ja jemanden. Seit wann steht denn der da? Wir haben nicht gerade kurz Pause gemacht. Er ist einfach aufgetaucht. Der Cyborg. Nee, Cybird. Er ist wieder ein. Nee, ist ein PCler scheinbar. Ist jemand vom PC? Du hast auch Crossplay. Ja. Okay. Wir haben einen PCler dabei. Das heißt, er kann besonders gut zielen. Hoffentlich ist er so stark. Können wir einen gebrauchen. Ach, aber er ist wieder eins. Steht bei dir auch. Nee, bei dir steht 45, 46. Er ist einfach schon reingerannt. Seine Internetverbindung ist anscheinend sehr gut. Schnell den Schildesprall ausgewählt. Ah, das hätte ich ja auch machen können. Irgendwie habe ich gedacht, ich kann. Hä, ich habe irgendwie gedacht, ich kann das sogar nicht erledigen. Der Typ so schnell, der eine ist aber schnell auf mich zugerannt eben. Wieso steht denn eigentlich bei mir 1 und bei dir steht 46 bei mir? Und manchmal sieht nur der Host, was genau von der Welt ist. Ach so, okay, damit man niemanden diskriminiert. Nö, nee, keine Ahnung, ich glaube, es liegt an dem Cosplay so. Ach so. Das sieht manchmal nicht so. Jetzt müssen wir alle schön auf einer Reihe. Hier hinten sind wir noch nie lang gelaufen, oder? Kommt mir so unbekannt vor. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Oh, du machst wieder deine komischen Bomben, oder? Nee, ich hab irgendwie im Felserstrauß festgehauen. Oh, der macht Hit mit seinem Ding scheinbar. Da haben sie eine Wolke raus. Ey, wir haben sie alle hier hinten vergessen irgendwie. Kommen dann aber eigentlich. Also okay. Gut, der hat uns schon mal sein Ding hier hingeschmissen, das ist ja schon mal was. Ja, kann ich wieder die Herde phasern. Da hat die deine Sicheln runterkommen und dann sterben würde. Boah, wie man es einfach durchrennen hier. Das ist krass. Ich glaube, der schwächste Gegner, also. Weil die sterben so schnell. Ja, übelst. Stehe ich schon mal immer da. Die rot leuchten, denn die haben einen Schwäche-Effekt drauf. Ach, dann machen die Gegner bei mir auch immer Schwäche. Der ist, ach, guck mal, der hat doch voll die coole grüne Waffe. Geh mal jetzt lang. Ja, dann probiert er lang. Schwächt die Gegner so schön. Die fressen einfach übelsten Schaden dann, okay. Ich bin auf der falschen Seite. Ich brauche eine Aufschwächung. Boah, das wäre krass, wenn wir jetzt Gold schaffen, aber Silber ist halt auch schon cool. Wenn ich das getan habe. Wow! Ach nee, guck an. Vielleicht hat er auch so eine verbotene Modding-Waffe. Meinst du? Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. So was überhaupt? Keine Ahnung, ob das Mods unterstützt. Dann soll er bitte mit uns 15 machen. Okay. Also braucht er auch 12, würde ich fast sagen, wenn er 46 ist. Weil auf dem Dings ist er ja nicht. Also auf das Hit gibt es das ja nicht, das Spiel. Ich glaube nur Xbox, PC und PlayStation, oder? Das, cool. Das andere gibt es ja auch gar nicht. Nachladen ist ihm halt bei der Waffe ein bisschen zu lang. Dauert immer noch viel Ewigkeit. Wo hinter uns sind welche rausgekommen? Hast du da reingedrückt in die Tür? Auch geschwächt macht diese Bombe sogar 230. Nein, er hat dich vereist. Aber wie schwächt die ja immer alle?
Können sie die einzelnen abschießen? Ich glaube Schwächungskugeln. Der hat eine Fähigkeit. Weil er ist gerade in die Menge gerannt. Tut er wahrscheinlich, denkt er, dass wir das hier schaffen. Ja, hier sind wir alle geschwächt. Oh nein, kann ich mich, das finde ich halt scheiße. Wenn sie mich schon umbringen und ich habe den doofen Mod drin, oder das mit dem Ding drin, dann können sie wenigstens so machen, dass ich, dass man da wenigstens auch nicht stirbt. Das wäre schon schön. Oh nein! Stand hier jemand hinter mir? Ich kann mich nicht zurückholen. Aber er holt mich. Er ist ein sehr netter. Dankeschön. Ach, der Scharfschütze steht einfach hier hinten rum. Oh, Mist. Jetzt habe ich meine Phaserstrahl umsonst. Hier ist irgendwo noch einer. Ach, ein Scharfschütze. Drinnen ist er. Gut. Ja, warum können wir den Nebel nicht bedienen? Ist noch eine irgendwo? Ach nee. Ach doch, hier hinten ist noch eine. Hä? Wo? Da, wo wir am Anfang waren. Nee, der hängt im Boden irgendwo. Ich komme nicht hin mit meiner Brandbombe. Hey, wo ist der denn? Der ist noch ganz am Anfang. Ich renn gerade zurück. Hier ist er. Elend. Das weißt du, das verstehe ich. Kannst du schon durchgehen oben? Vielleicht beamst du uns dann hin. Das verstehe ich eben halt nicht. Weißt du, bei der einen kannst du komplett durchrennen und bei dem anderen musst du noch den einen umbringen. Ja, vor allem, der war ganz hinten. Wir hätten doch eigentlich gar nicht weitergehen können, wenn der nicht tot gewesen wäre. Faser immer zusammen rein. Ja, bist du schon da? Ich stelle mich hier an die Ecke und Faser so schräg durch. Oh, sie bewegen sich. Oh! So. Ach, der ist ja noch gar nicht tot. Der ist tot schon. Halt. Was ist mit dem los? Okay, aber ich stehe mal besser, oder? Ja, wird schwierig, Silber zu kriegen. Ich glaube, es ist nur 9 Minuten 50 oder so. Aber man steht einfach immer hier vorne. Das ist nicht.
Ja, der Phaser-Streit wäre viel besser gewesen. Ich habe ihn wieder nicht dran gedacht irgendwie. Oh, ich bin gefrostet. So, mich hat's erwischt. Oh. Ich kann mich holen. Oh, ey, das hasse ich immer. Dann löst es nicht aus, hier dieses komische, verzerrende Feuer da, und dann sterbe ich trotzdem. Wenn es ausgelöst hat. Ja, der Dr. Detonator, der setzt auch so Geschütze hin. Ist der geschwächt vielleicht schon? Ja, also im Moment vielleicht. Ach, hier ist noch ein Böser. Oh mein Gott, gerade ist kaputt. Ja gut, also vielleicht sollte man wieder die Bögen von ihm noch machen. Ja. Hey, wohin der hin? War nicht noch da. Yeah. Ah, yeah. Ja gut, awesome. Aber ich kann wenigstens meine Dings jetzt hochstufen auf Level 48. Hm. Rang, nicht Level. Ja gut, das ist immer, ich weiß auch nicht, ich finde dieses boomende Business übelst. Das ist eine scheiß Map. Das ist eine scheiß Map, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, die ist echt nur gut, wenn man die alleine macht und einfach durchrennt. Mein Weltrekord machen. Team halt, die geht mir so viel aus und ich weiß nicht, kommt nicht so richtig schnell durch. Oder wir sind halt gerade besonders komisch geskillt. Also ich bin so verlockend, immer komisch. Wenn man sieht, dass es schnell gehen soll, angeblich. Bin ich grundsätzlich immer komisch geskillt. Wenn ihr weitergehen wollt, dann schließe ich mich an, gell? Ja, ich hab gedrückt. Okay. Gut. Ich hab auch. Seabird 96. Ich hab gedrückt, oder? Hat mein Küken. Na, oh, Schnuffelmann. Gott, ich habe wenig Schaden gemacht, wenn ich mir ihn so angucke. Ich war zwar ein bisschen besser, aber der ist jetzt 2 Level unter mir. Hm. Gut, ich weiß nicht, ob es nur Durchschnitt ist, was er für eine Waffe jetzt hat. Theoretisch könnte er ja schon eine grausame Waffe haben, aber. Also ich habe wieder meinen normalen Schaden. Ich bin sehr glücklich. Ich bin wieder die Hälfte von dir. Er ist auch rausgegangen. Es hat ihm nicht gefallen bei uns. Nee. Hä, wieso habe ich hier so viele Schuhe? Immer zweimal drücken, seltsamerweise. So, was haben wir jetzt hier drin?
Raserei des Totengräbers. Wächst so. Jetzt haben wir hier Schüchen, Aschedetonation. Nee, die mag ich beide nicht. So, dann gehe ich jetzt mal voller Freude endlich mein Dings hochstufen auf Level 48. So, hier. Yay. 134.000 mache ich jetzt mit Claymore. Ein bisschen könnte ich eventuell noch. So, man hier. 47, 46, 47, 47, 46. Nee, das schaffe ich nicht. Das könnte ich mir leisten. So. Dann hätte man das jetzt durch. So. Oh, ich bin 47 endlich. Durchschnittlich. Und meine Waffe ist 48. Stabil. So, dann. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es war sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bedanke mich auch nochmal recht herzlich bei euch. Bei der Audience. Bei der Audience. Vielen Dank. Morgen geht's natürlich weiter. Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Tschüss.